Moschel, liebe YouTube-Mande, willkommen zurück zu einer Folge Wacken Kies. In der Folge nehmen wir das Ende eines Krieges auf. Wie ihr seht, steht 25-25. User joined your channel. Hallo Jan, wir haben 16 Angriffe. Die Gegner haben 17 Angriffe verbraucht. Und jetzt kommt es. Ein fucking Prozent hat uns von dem Verlieren getrennt. Aber ja, wir haben es geschafft. So. Und somit haben wir nun auch Clan Level 2 erreicht. Dann gucken wir uns jetzt mal die verschiedenen Angriffe an. So, warte, wir müssen gleich weiter, wie wir gewinnen. Jo, jetzt gleich. Ich werde derzeit hier schon mal Angriffe zeigen. Vierfache Geschwindigkeit. So, jeder Angriff auf den Vampire vom Jan. Also, der geht komplett daneben, das war nicht so schlimm. Aber es wird so fucking knapp mit diesem Clan-Krieg. Ich feiere das. Na gut, das hat mal wieder gezeigt. Wenn man genug an den Endsieg glaubt, dann wird der Endsieg auch kommen. Deswegen habe ich ja auch die Animation am Anfang gemacht, Die Animation wird am Ende reingetan. Aber ich werde vielleicht noch einen Teil in die Vor-Intro-Szene schneiden. So 20 Sekunden noch, okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Endsieg! Verloren. Verloren? Ja. Als ob, so, GG und live in der Aufnahme wird jetzt erstens der Dennis eine tapfere Krähe befördert. Ja, warte, ich mach schon. Nee, warte, das möchte ich halt gerade machen. Bitte, ich nehme auf. So, der Dennis wird befördert zu Weiß. Wegen seinen guten, Sachen hier. Der ist gerade auch mit uns im TS und... Oh, so geil. Der ist gerade AFK. Egal. Jo, wir haben Level 2 erreicht und ich werde jetzt auch das Clan-Banner ändern. So, Clan. Nein, also Banner. Hä, was meinst du? Das Clan-Banner, das kriegt jetzt nach Rand. Ach, du meinst das Hintergrund, du machst den Hintergrund, ja, okay. Natürlich, ja, okay, hier anpassen. So, anpassen und wir holen uns, würde ich mal sagen, welchen nehmen wir hier? Den hier. Ja, komm, wir nehmen uns das Pinke, würde ich mal sagen, oder? Weil das sieht nach Kristall aus. Ja. Ich weiß, ja, kannst machen, war ganz gut, ich bin ja nicht cool. Speichern und speichern! Ah ja, ich werde den guten hier noch in der Aufnahme ändern. So, hier anpassen und... WL bekommt hier. Du musst die Flaggen, Flammen dann Teil wieder hinzufügen. 3 zu 2. Yay, denn die letzten Kampf haben wir leider kurz verloren, aber hiermit haben wir nun den Endsieg. Wir haben gewonnen, wir haben Clan Level 2 und ich bin mir sicher, diese neue Umrandung wird auf jeden Fall einen Haufen von neuen Mitspielern anlocken, Leute. Das wird so geil. Ich wette nicht, aber wenn ich spieße, so, dafür wird das noch einen Monat aufgeschoben. So, noch mal Karte ansehen, denn wir wollten ja noch die Wiederholung zeigen. Dann hier, mein Angriff auf die 2. Boah, das ist so knapp. Es ging nicht nur um Sterne. In diesem Clankrieg ging es wirklich um Prozente, Leute. Es ging um die fucking Prozente. Und es ging nicht um irgendwelche Prozente. Es ging schon um Nachkommastellen. Das war so geil. Das ist so ein vorbildlicher, spannender Clankrieg. Also wenn jeder so wird, wird's episch. Okay, ich glaube, da werden 2 nach Krieg, nicht Quatsch. Also, die sind beide gut mit dabei, aber ja gut, der Partyboy bekommt, glaube ich, nicht so schnell das da, weil ich habe so das Gefühl, der ist nur an, wenn gerade Clan-Krieg ist und wenn er gerade Druck braucht. Ja. Da hier, guck, wie knapp ich die Town Hall bekommen habe. Es war da wirklich einfach nur ein Mage. Von wem, wer ist in dann kommt? Keine Ahnung, so, Jan, kannst du nachher am Ende des Videos, damit es noch reingeschnitten wird, den Krieg beginnen, aber erst dann. Ja. Okay, perfekt. Hier hatte ich wirklich Probleme mit der Zeit. Also, damals hatte ich immer Probleme mit den Truppen und so. Aber jetzt beginnen die Probleme bei mir wirklich mit der Zeit. So, hier hat er ja nochmal die 3 getoo-start. Nachdem der Dennis sie verkackt hat. Nee, Quatsch. Also, ja, der Dennis konnte nichts dafür. Also, er hat uns dann mit 93% eingehandelt. Und hätte er nur 1% weniger geschafft, hätten wir nicht so eine hohe Gesamtzerstörung gehabt. Also, von daher... Selbst damit hatte der Dennis unendlich stark zum Sieg beigetreten. Ohne diesen Einsatz hätten wir verloren. Jo, also ich werde wohl schon mal mit der Animation die Welt nicht mehr bekommen. Jo. Nachher sehen wir, die ihr gesehen habt, denn ich werde sie so auflegen, dass sie am Anfang gebraucht wird. Boah, ich setze hier noch so, weil der Klang so episch war, sag ich euch. Ja, du bist da auch jetzt, glaube ich, an der Zeit gemangelt. Oder? Ich hoffe nur, dass diesmal meine Qualität ja, jetzt wieder so scheiße Zeit gemangelt. Ansonsten hätte er wahrscheinlich noch den 3-Star bekommen, schade. Ist die Qualität wieder so scheiße wie damals? Die Qualität meine... ist super, weil du gerade auf TS bist. Ah, okay, also lag's an Skype. Also. Die, die, die.
wieder einen epischen Angriff vor Dennis. Hier hat er wirklich 2 Sterne bekommen, also ich habe wirklich nur 3%. Ich glaube, das war eine Bombe an der Ecke, hat ihn von dem Endsieg getrennt. Nicht von dem Endsieg, von dem Team, als von dem Freestar. Aber gut, ihr seht schon, auch wenn der Dennis manchmal fehlt, aber das tun wir alle, vor allem letzten Klangkrieg. Nach dem letzten Klangkrieg braucht sich wirklich niemand mehr für den ein oder anderen Fail schämen. Jo. Da guckt sogar noch. Guckt euch das an. So. Ach nee, warte, genau. Hier hat er sogar noch den Twister bekommen. Hä? Nee. Ich hab da irgendwie. Nee, der Twister, den er gemacht hat, der war vielleicht sogar noch im letzten Klangkrieg, kann sein. Aber gut, in einem Klangkrieg, in dem jeder fehlt, braucht man sich auch nicht schämen. Und ja. Dennis macht seine Aufgaben hier schon gut. Der hat sich das verdient, weiß zu werden. Denn der ist auch mit uns, der hat denselben Humor wie wir, der spielt dieselben Spiele wie wir. Das ist klasse. Mhm. Da wird auch mal in meiner Series vorkommen, das ein oder andere Mal. Vielleicht auch gesünder als. Ja, wir müssen. Die Kinder hat den Erfolg weg. Der Busti hat natürlich auch was Gutes gemacht. Also er hat zwar nur Leute angegriffen, die niedriger sind als er, aber trotzdem. Ja, Just Dragon finde ich halt nicht so interessant, wie schon mal erwähnt. Aber gut, ist egal. So, dann gucken wir uns mal hier die Wiederholung an. Wer hat angegriffen? Ach ja, genau, das war ich. Ja, da habe ich die Truppen habe ich vorbereitet an dem Abend, als ich noch gar nicht wusste, wer mein nächster Gegner wird, habe ich einfach schon mal provisorisch hier ausgebildet. Und da so kam es wirklich dazu, dass ich den hier mit GoWipe angegriffen habe. Und hallo, dementsprechend auch gestartet habe. Hier habe ich übrigens auch wieder meinen Level 8 König, weil der war mal einmal aus den Updates raus. Das erste Mal seit einer Woche. Jo, also der hat jetzt das, der hat jetzt schon eine Woche am Stück abgegradet. Habe ich mein letztes Mal noch Lelex gefarmt. Aber gut, der Jan hat seinen Wald auf 9. Ich werde meinen als nächstes auch auf 9 tun. Ich werde jetzt wieder etwas Lelex waschen. Und danach werde ich ihn vielleicht sogar noch auf 10 bekommen in nächster Zeit. So, dann gucken wir jetzt den Angriff auf die 7 an von dem Boss. Hey du Boss, zeig mal, was du Boss. So kannst du Boss. Na gut, der hat zwar Leute unter sich angegriffen, aber ja, wie schon öfters erwähnt. Ohne diese Angriffe hier, es kam wirklich auf den 1% an. Insofern gab es hier keinen, der so richtig verkackt hat. Denn jeder Prozent hat hier gezählt. So, und dann werde ich nachher noch. Ich weiß nicht, sage ich hier nachher. Clash of Clans bockt gerade in letzter Zeit so richtig. Vor allem, da wir einen aktiven Clan haben. Wir haben einen eigenen Clan, wir haben einen guten Clan und wir haben ein paar Clankriege. Und vor allem haben wir jetzt Clan Level 2. So, dann gucken wir uns das hier. Ja, Jan, was sagt sie dazu, dass sie ein Führer sind eines Level 2 Clans? Ich hab kein Make-up. Ich fühle mich ziemlich gewaschen. Alter, das einfach so schnell geht wie Level 2. Ich habe mir das viel turbulenter vorgestellt. Ja, sicher ist das richtige Wort. Ich verwende es einfach mal. Welches Level hat eigentlich Cybermafia? Was? Cybermafia, glaube ich, das müssen wir mal nachher nachgucken. Aber gut, ich bin mir sicher, wenn es so weitergeht, wenn die Members so aktiv bleiben, dann werden wir die Cybermafia bald schon eingeholt haben. Vor allem, da die Cybermafia jetzt auch inaktiv ist, leider Gottes. So, dann gucken wir uns hier den Angriff auf den 9 an. Also, normalerweise zeige ich ja die relevantesten Angriffe. Aber dass hier wirklich auf den 1% ankommt, ist es praktisch meine Pflicht, alle Angriffe zu zeigen. Also von daher. Auf welchen Angriff hat das hier keinen Bock? Was? Und auf einen Angriff hat das keinen Bock. Ich kann dich gerade nicht verstehen. Auf einen Angriff hattest du eben keinen Bock. Ich kann dich nicht verstehen. Na gut, egal, Leute. Hier, was auch für ein Freestar. Boah, ich will gar nicht wissen, wie krumm sich die Gegner geärgert haben. Und hier, dann gucken wir uns die Wiederholung auch noch an. Hey, das war ein Angriff von mir, nachdem ich meine eigene Nummer herzlich verkackt habe. Und ich habe hier nur den Twister bekommen. Auf dem Boden unter mir. Na gut, egal. Aber wie hart einfach die Valkyrien der Clanbook sind, damit hätte ich nie gerechnet, dass sie so stark sind. Also klar, sie wirbeln zwar richtig gut, aber trotzdem, damit habe ich nicht gerechnet. Boah, ich freue mich schon darauf, wenn mein zweiter Count beim nächsten TH ist und ich endlich einen Heilungszauber bekomme. Wartet, ich muss mich kurz. So, bin wieder da. Hörst du mich jetzt wieder? So, jo, natürlich. So, und das war's dann. Dann gucken wir uns jetzt noch die anderen an, was die so geleistet haben. Ja, beim Boogie Luki. Ja, komm, egal. So, dann noch kurz das Kriegsergebnis und danach das Ende. So, hier. Ja, komm. Und zurück. Oh yeah.
So, dann Leute, würde ich mich mal damit verabschieden. Bis dann, ciao.